Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wie oft machen wir uns dieses Wort des Engels zu eigen? Und wir tun es zu Recht. Es ist eigentlich neben dem Vater Unser das wohl am meisten gebrauchte und gesprochene Gebet. Diese Vermischung des Engelsgrußes mit dem Wort der Elisabeth. Freue dich, Begnadete. Was in dieser Anrede allein steckt, ist die Offenbarung des Wesens Gottes. Gnade und Freude. Vielleicht wäre es wichtig für uns, wenn wir zu denen gehören oder gehören wollen, die sich dieses Gebet oft zu eigen machen und damit das Evangelium rezitieren, dem Evangelium einen Klang geben, auch in der heutigen Welt, und damit das Wort des Evangeliums zu dieser Welt bringen. Das heißt letztlich ja auch Christus zu dieser Welt bringen, dass wir uns dessen erinnern, dass das Wort Gottes, dass Gott selber, der kommt in seinem Wort, Gnade ist und Freude. In seiner Auslegung hat Benedikt XVI. Schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Anrede des Engels keineswegs nicht nur, und das ist es natürlich auch, aufgeladen ist mit all den Verheißungen des Alten Testamentes, des Bundesvolkes Israels, sondern in der Wortform zugleich die Tür öffnet zu allen anderen Kulturen in seiner griechischen Sprachgestalt. Chaire kecharitomene, freue dich, Begnadete. Das konnte in der damals sprechenden Welt jeder verstehen. Und es ist eine Anrede an alle, die bereit sind, Gottes Wort aufzunehmen. Der Inhalt aus der Verheißung an das Bundesvolk Israel ist auch konkret, sehr konkret. Denn nicht nur wird der Prophet Zephania hier sozusagen, das ist der Resonanzboden für diesen Gruß. Der Herr ist in deiner Mitte. Es heißt wörtlich, wie es auch im Engelsgruß heißt, du wirst in deinem Schoß ein Kind empfangen. Bei Zephania heißt es auch wörtlich, der Herr ist in deinem Schoß. Kann man das, die Begegnung mit Gott, kann man das eigentlich körperlicher, anschaulicher, kann man es drastischer ausdrücken? Dass wir Christus im Schoß tragen müssen, damit er in uns Gestalt nimmt, was zu allem und zuvorderst von der Kirche gilt? Und das ist doch das eigentliche Programm, das die Kirche braucht. Vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, heute. Dass sie Christus in ihrem Schoß wachsen lässt. Dass sie Christus annimmt. Dass wir als Kirche jenes gesegnete Stück Land werden, von dem der Psalm spricht. Die Erde hat ihre Frucht gebracht. Jenes Stück Land, das wirklich Frucht bringt, weil es den Samen Gottes in sich aufnimmt und wachsen lässt, keimen lässt, heranwachsen lässt und wirklich die Früchte trägt, die Christus zu Recht von uns erwarten kann. Immer wieder geht unser Blick beim marianischen Gruß, bei diesem Gebet, auf Maria, die dieses unbefleckte Land Gottes war. Dieser kleine Platz auf dieser sonst so auch damals schon verseuchten Erde. Auch hier gilt, dass wenn wir von Umweltschutz reden, natürlich zu Recht auch zunächst die Oberfläche dieser Erde betrachten. Aber es meint viel mehr. Es geht immer auch um einen Umweltschutz, das heißt die Welt Gottes wieder zu entdecken. Hier in diesem mit keinem besonders guten Ruf behafteten Nazareth damals geschieht das Eigentliche, dass Gott mit der Umwandlung der Welt beginnt, hin zu jener Ursprünglichkeit, zu jener Reinheit, zu jener Schönheit, wie er sie am Beginn geschaffen hat. Und in Maria
findet Gott eine Partnerin, eine Ansprechpartnerin, die bereit ist, jenes unbefleckte Stück Land zu sein, um Christus wachsen zu lassen. Der Herr wohnt in deiner Mitte. All die vielen, wie sollen wir sagen, Typologien des Alten Testamentes, die dann vor allen Dingen das kirchliche Beten, wir haben das leider Gottes im Westen nahezu komplett verloren. Die östliche Christenheit bewahrt es uns. Und wir müssen ihr dankbar sein, dass sie es uns bewahrt, weil wir so vergesslich sind, weil wir im Takt der Zeit immer schneller sind und dabei in Gefahr stehen, Christus zu verlieren aus unserer Mitte, alles andere zu absorbieren und uns damit immer mehr zu belasten und die eigentliche Mitte zu verlieren. Die östliche Christenheit betet von Maria, wir haben diese Texte gestern Abend gesprochen und heute Morgen, von dem reinen Gefäß, das das Manna trägt, von dem brennenden Dornbusch, der Maria ist, weil sie das Feuer der Gottheit, das sie in sich aufgenommen hat, nicht verzehrt. Der Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Sie ist die Leiter, die auf der Erde angesetzt ist, aber bis zum Himmel führt. Sie ist Aarons grünender Stab, in die Erde gesteckt und er schlägt aus durch die Kraft Gottes. Das sind nicht nur, liebe Schwestern und Brüder, wunderbare Bilder, an denen wir uns wie an poetischen Texten berauschen können. Das ist nicht irgendwie nur nett gesagt. Es sind Wirklichkeiten. Es müssen unsere Wirklichkeiten werden. Vielleicht nehmen wir das neu an, wenn wir dieses Gebet, das uns so selbstverständlich von den Lippen geht, beim nächsten Mal sprechen, dass wir es intensiver beten und Maria bitten, dass wir selber zu einem gesegneten Stück Land werden, inmitten einer verseuchten Erde. Einem Stück Land, das den Samen Gottes aufnimmt, keimen lässt und Christus heranwachsen lässt, sodass er neu zur Welt kommen kann.